Herzlich willkommen zum Wochengruß Nummer 2237 am Sonntag, dem 18. September 2022. Wichtige Leute haben heute Geburtstag, aber ich erzähle nicht mehr, aber du kannst dir im Herzen gratulieren. Die nächsten Tage wird sich rausstellen, wir werden es im Podcast wahrscheinlich erwähnen. Ansonsten gibt es diesen Wochengruß dieses Mal wieder von mir als Solo vorm Klavier. Ich dachte mir, ich nehme mal einen neuen Platz. Es hat auch in meiner Wohnung hier einfach ein bisschen mehr Licht. Die Sofaecke ist manchmal ein bisschen im Dunkeln. So früh, wie kommt's? Ganz einfach, dies ist tatsächlich ein Sonntag, an dem ich kein Seminar in der Jablonski-Straße habe. Drum kommt dieser Wochengruß tatsächlich ein bisschen früher als sonst, am bürgerlichen Sonntag schon am Mittag. Es war eine reiche Woche, es gibt viel zu erzählen, es wird auch wieder viel vor uns liegen. Jetzt nachher, vor allem wird es spannend, da schicke ich eine E-Mail erstmal an alle Leute, die im Verteiler von Edumanto sind, aber du erfährst es schon jetzt. Denn seit ein paar Stunden gibt es unseren ersten Bezahlkurs auf Edumanto. Also Caroline, die sich da wirklich intensiv drum gekümmert hat, hat gefühlt eigentlich seit Grundschultagen nichts anderes mehr gemacht, als sich um diese Plattform zu kümmern, die Technik aufgebaut, die Kursstruktur aufgebaut, sich um die Videos gekümmert, dann lange mit PayPal gerungen, dass da die Abrechnung funktioniert. Wir veröffentlichen die Aufzeichnung des Modeling-Wochenendes, welches im Sommer 2021, also vor gut einem Jahr, haben wir das gemacht. War damals unser größtes Online-Seminar, was wir gemacht hatten. Ich glaube, da waren 60 Teilnehmer da, ungefähr in dieser Größenordnung. War toll, vor allem auch die Demos. Wir hatten 4 großartige Demos, 10 Übungen. Am Ende kam raus über 6 Stunden Videomaterial. Und das haben wir uns jetzt entschlossen zu veröffentlichen. Es ist leider, muss ich fast sagen, immer noch so aktuell wie damals. Damals war die Idee, dass wir, das ist ja auch wichtig auf dem Schritt von grün nach gelb in der Spirale, dass wir uns ein bisschen drum kümmern, wie geht man denn mit Angst um? Und da war mein Gedanke, dass es ja erstaunlich ist, dass im Grunde bei allem, wo du wirklich kompetent bist und du dich auskennst, hast du vor bestimmten Sachen keine Angst, vor denen andere Angst haben. Ich zum Beispiel, hast du keine Angst, dich zu verspielen? Nein, kommt vor. Wo ist das Problem? Leute, die klettern, hast du keine Angst, runterzufallen? Nein, das gehört einfach dazu. Das heißt, wenn du in irgendeinem Bereich kompetent bist, hast du da normalerweise keine Angst vor Dingen, vor denen normale Menschen Angst haben. Und da haben wir in diesem Wochenende geguckt, wie kommt's und wie kannst du diese Strategie mit einer besorgniserregenden Sache umzugehen, von dem ressourcevollen Bereich übertragen in einen Bereich, wo du es gut brauchen könntest. Das war die erste Übertragung. Und dann gegen Ende haben wir es sogar so gemacht, dass wir es zwischen den Leuten übertragen haben. Das heißt, da hat dann quasi der mit der Kletterstrategie und der mit ich verspiele mich am Klavierstrategie, die haben dann getauscht. Und dann konnte ich meine Angst mal in der Strategie des anderen erfahren. Das ist auch sehr spannend. Ja, leider ist es so, dass kein Ende der Ängste und Sorgen abzusehen ist. Also im Augenblick, ich vermute mal, du bist auch gesellschaftlich und politisch interessiert. Also ich habe so das Gefühl, der Blackout ist dieses Jahr, was der Lockdown letztes Jahr war. Es gibt immer irgendetwas, worüber man sich Sorgen machen kann. Es fühlt sich ähnlich an, es fühlt sich wirklich ähnlich an und ich bin so froh um NLP als mentale Survival Pack. Das ist wirklich wichtig, auch diese optimistische Grundeinstellung ist wichtig. Ich habe mir auch überlegt, Tony Robbins hat vor vielen, vielen Jahren formuliert 5 Bereiche, wo er meinte, um die muss man sich mal kümmern, 5 Bereiche, wo man sich Ziele setzen sollte. Das war ohne bestimmte Reihenfolge Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Spiritualität und Lernen und persönliche Entwicklung. Ich habe mich jetzt gefragt, warum ist da eigentlich Politik und Gesellschaft nicht drin? Ist doch eigentlich komisch. Und ich glaube, die Antwort ist, dass diese 5 Ideen von Tony Robbins, Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Spiritualität, Lernen und persönliche Entwicklung, alles individuelle Sachen sind. Das heißt, alles ausgehend vom kleinen Selbst. Und was er wahrscheinlich, als er das formuliert hatte, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist die Bedeutung der Gemeinschaft, des Kollektivs, des großen Selbstes. Und ich finde es wichtig, sich darum zu kümmern, sich da zu informieren, da auch neugierig zu sein. Nicht im Sinne von, dass man da als Einzelner groß was ändern kann. Nicht im Sinne von,
dass man da irgendwelche Wahrheiten rausfindet, die es wirklich ist, am Ende gar Verschwörungen aufdeckt, überhaupt nicht, sondern eigentlich eher in der Art, wie früher die Leute, als sie Landwirtschaft betrieben haben, sich halt einfach auch ums Wetter gekümmert haben. Das heißt, es gibt da ein größeres System, was dich umgibt, was uns umgibt. Und es lohnt sich, dieses System lesen zu können. Es lohnt sich, in diesem System Vorhersagen treffen zu können, unabhängig davon, ob die immer hundertprozentig eintreten, ist es doch so, dass wenn ich das System lesen kann, wenn ich mich vor bestimmten Entwicklungen schützen kann, wenn ich bestimmte Entwicklungen vielleicht sogar nutzen kann und wenn ich, das ist jetzt bei Politik anders als bei Wetter, das sogar ein bisschen beeinflussen kann. Ich meine, es gibt immer wieder einzelne Leute, die den Lauf der Welt unglaublich beeinflussen. Und von daher, warum solltest nicht das zum Beispiel du sein? Also jedenfalls, da würde ich schon ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Newsletter-Serie geschrieben. Da ging es über Freiheit auf jeder Ebene. Ein Kapitel war Gedankenfreiheit. Da hatte ich nochmal die Idee erwähnt. Die habe ich von Frau Birkenbiel, dass es sich wirklich lohnt, dass du dich über das gesamte Spektrum informierst, also jetzt mal politisch gesehen von ganz links bis ganz rechts, von unglaublich bodenständig bis völlig abgespaced und in diesem Feld schaust, was es an Informationen gibt und wie du vielleicht die Einzelteile zusammensetzt, um dich zu orientieren. Und ich hatte damals eine Liste im Newsletter veröffentlicht mit den bestbesuchtesten, einflussreichsten politischen Blogs in Deutschland. Die Liste ist verschwunden, die gibt es nicht mehr. Wenn du auf die Seite gehst, kannst du die Domain kaufen, das ist schön. Ich habe gegoogelt, ich habe eine neue Liste gefunden mit den angeblich bestbesuchten, einflussreichsten politischen Blogs in Deutschland. Wir wissen beide seit einiger Zeit, dass man wahrscheinlich Zahlen als Metaphern sehen sollte, nicht allzu viel drauf geben, ob die Zahlen wirklich, 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 wirklich stimmen. Aber was mir schon aufgefallen ist, sind die ersten drei Plätze. Platz 1 Reitschuster, Platz 2 Tichys Einblick, Platz 3 Achse des Guten. Das ist alles drei, was man eher als rechts bezeichnet. Und wenn dem so ist, dass ein System nach Balance strebt, dann würde jetzt sozusagen auf der alternativen Seite die Rechten eher so ein bisschen nach oben kommen. Das bedeutet, Gleichgewichtsbalanceprinzip, dass auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen das Linke überwiegt. Und von daher glaube ich, dass wir da gut auf eine Balance unterwegs sind. Guck dich da um, bilde die eigene Meinung. Ich werde diese neue Liste, die ich da gefunden habe, den einflussreichsten Blogs, werde ich als Update in den Newsletter mit dazu nehmen und ich werde unter dieses Video einen Link schreiben, wie du auf Edomanto zu diesem Newsletter kommst, wo das Update drin ist. Du musst dich, wenn du es nicht eh schon bist, auf Edomanto registrieren, aber das ist kostenlos und dann kannst du das ganze Newsletter-Archiv gucken. Genau, ansonsten, Dienstag hatte ich einen Podcast veröffentlicht, wie immer. Am Donnerstag war Webinar, wie immer. Dieses Wochenende ist gestern mal Newsletter, wie immer. Heute ist kein Webinar in der Jablonski-Straße, wie selten. Morgen werde ich mich mit Dagmar Ling treffen. Nee, ich sage noch nicht, das sagen wir morgen. Und wir werden vermutlich zwei Podcasts aufnehmen, die dann für die nächste Zeit kommen. Dann kommt der erste über Dienstag veröffentlicht, nächsten Donnerstag dann wieder Studio Jablonski. Am nächsten Samstag beginnen wir eine neue Newsletter-Reihe. Da geht es dann um Sprache im NLP. 4 bis 5 Teile, nachdem jetzt das mit der persönlichen Veränderung abgeschlossen ist. Wie gesagt, lad Leute zum Newsletter ein. Er hat ein hohes Niveau, das gebe ich zu, aber es steckt auch echt viel Arbeit drin. Da gibt es eine spannende Gruppe an Newsletter-Testern, die also mir wirklich nichts erspart und härtestes Feedback gibt, weswegen ich da viel zu viel Zeit investiere, aber dafür wird er auch gut. Also, lad da gerne Leute ein und. Wir sind jetzt augenblicklich bei 617 Abonnenten hier auf diesem YouTube-Kanal. Es ist eigentlich peinlich, wenn man es genau nimmt, es ist peinlich. Noch nicht mal 1000. Okay, ich weiß, es ist im Grunde ja nur für die Community, für die Jablonski-Fans. Und das sind ungefähr 600, wie jetzt da auf dieser Abo-Zähler sagt. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, darf ich mir zu Weihnachten wünschen, dass wir die 1000 voll machen. Das wäre schön. Genau, es kommen dann noch viele neue Sachen in der nächsten Zeit, auch mit World of NLP und so weiter. Ich halte dich auf dem Laufenden. Du weißt, die neuesten Neuigkeiten gibt es immer im Newsletter. Ansonsten ist der Wochengruß eine gute Idee. Wir bieten ja wirklich so viel. Oh, halt die Ohren steif, bleib gut drauf, bleib optimistisch. Es ist eine einzige Show, es ist großes Kino innen und außen und es ist
in gewisser Weise wirklich eine erstaunliche Gelegenheit zur persönlichen Entwicklung. Also gerade rückblickend, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, wie anders mein Leben durch NLP ist. Ich glaube, ich schreibe demnächst mal irgendwas darüber, wie anders man doch mit NLP, mit bestimmten Dingen umgehen kann. Ich bin dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass ich NLP kann, und ich wünsche es dir auch, dass du einiges davon auch für dich mitnehmen kannst. Ich weiß, es gibt vielleicht einen Unterschied, dass ich das jetzt seit über 30 Jahren mache und jeden Tag übe, aber das Tolle bei NLP ist im Gegensatz zu Geige spielen, dass schon der Anfang Spaß macht und schon der Anfang Freude macht, dir und den anderen. Von daher, fang an, man weiß nie, wann man es braucht, halt die Ohren steif. Wir sehen uns wieder am Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag in der Jablonski Straße, im Netz, überall. Und jetzt höre ich auf. Moment, ich muss noch den Knopf finden zum Ausmachen. Und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.